Ist ja gut, okay, mach ja schon. Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Days Gone, bei Absturz Zockt Let's Play. Gerade eben kam ein Funkspruch von O'Brien, wir müssen diesem Nero-Helikopter folgen. Und wir dürfen ihn nicht verlieren. Da hinten fliegt er. Immer mal schauen, wo der jetzt hin will. Und ja, letzte Folge einfach nochmal anschauen, einfach nochmal reinschauen. Was geht eigentlich ab, O'Brien? Warum bin ich hier draußen und jage Hubschrauber für dich? Ihr Zielort ist geheim. Ich komme an die Daten nicht ran. Die genauen Koordinaten habe ich leider nicht. Du musst ihnen folgen. Oh Mann, habt ihr Leute denn keine Spionagesatelliten oder sowas? Zumindest habe ich keinen Zugriff. Ich sagte doch. Du kommst nicht ran. Ja, schon klar. Verlier sie nicht. O'Brien, sie landen. Gut, dank dir habe ich jetzt ihre Koordinaten. Geh lieber zu Fuß weiter. Zu okay. Fuß? Und denk dran, sie dürfen dich nicht sehen. Alles klar, ja, und jetzt ganz ruhig und erstmal willkommen zurück bei Absturz Zockt Let's Play bei Days Gone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich kann nicht schnell speichern. Ich kann nicht schnell speichern. Ich kann das Spiel aber so speichern, das mache ich mal schnell. Weil nicht, dass wir dann hier... Na, wisst schon. Gesehen werden, drauf gehen, hops gehen. Ich soll jetzt zu Fuß 180 Meter weitergehen. Ja, eigentlich wollte ich nach der letzten Folge kleine Aufnahmepause machen. Aber wie das Leben halt so spielt, es kommt immer was dazwischen. Und hier muss ich mich jetzt natürlich vorsichtig bewegen, ihr wisst es ja. Na, ich kann gegen die sowieso nichts machen, ne? Das sind Nero-Agenten. Und gegen Nero-Agenten ist kein Kraut gewachsen. So, okay, da unten sind sie. Da steht der Hubschrauber. Hey, sag Bescheid, wenn die LZ soweit ist. O'Brien, bin da. Was soll ich jetzt machen? Jede Forschungseinheit hat einen Wissenschaftler wie mich, der von ein paar Gorillas bewacht wird. Du musst an den Wissenschaftler rankommen. Der Rekorder steht auf dem Kanal, den wir zur Datenaufzeichnung nutzen. Er wird alles aufzeichnen, was sie tun. Okay, ich soll mich also in die LZ schleichen, in der es von schwer gepanzerten, schießwütigen Soldaten nur so wimmelt, damit du so einen Rechenschieber-Typen ausspionieren kannst? Rechenschieber? Dein Ernst? Ich habe einen verdammten Doktortitel. Ach ja, Wald- und Wiesendoktor vielleicht. Hast du die Sender noch, die ich dir gegeben habe? Oh, ich wollte sie verkaufen, aber die meisten von uns haben keinen Zugang zu beschissenen Satelliten. Ich platziere einen davon am Heli. Bei fast allen Missionen gibt es geheime Orte, die nirgendwo auftauchen. Ich will wissen, wohin sie als nächstes gehen. O'Brien. Du musst nicht fragen. Ich durchforste bereits unsere Akten nach Hinweisen auf Evakuierungen. O'Brien, Ende. O'Brien, Ende. Was zum Teufel macht ihr hier draußen? Okay, wissen ja, Nero-Agenten können wir nicht ausschalten. Das wissen wir, das haben wir gelernt. Okay, und hier ist jetzt auch extrem schlecht mit Deckung hinter Gebüschen. Also muss ich hier die Felsen nutzen. Ich stand noch nicht mal im Dienstplan. Ja, ich habe alle Aufgaben überprüft. Oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank. Ich kann Punkte verlieren. Hey, alles okay? Shit. Ist alles klar? Ich höre mir gerade die Funksprüche an. Hoffentlich reicht der Sprit für den Rückweg. Einmal zur Hölle und zurück. Einem Tag. Wir haben genug Benzin. Ich hab's überprüft. Okay, ich muss an den Heli rankommen. Die Sonne geht unter. Du hörst dich wirklich gerne reden.
Muss ich denn da ran? Ich muss tatsächlich die Tür vom Helikopter öffnen. Oh. Die kann ich nur öffnen, wenn der da unten steht und nicht hierher guckt, ne? Alter, ist das knapp! Bleibt er wieder dort stehen. Und dann geht er da nach unten, ne? Okay, den Sender haben wir dran. Ja, haben wir, okay. Was müssen wir jetzt machen? Spioniere dem Nero-Forscher nach. Welchem Nero-Forscher? Dem dort? Wie soll ich denn da bitte vorbeikommen? Okay. Okay, Leute. Schöne Schleichfolge wird das heute. Schleichspaß im Schnee mit Rob. Sieht er da oben mich jetzt? Bewegt er sich? Der bewegt sich. Okay, der bewegt sich. Kommt raus. Na toll. Wir wollen doch keinen Ärger. Oh, Gott sei Dank. Gott, was? Gott sei Dank, Alter. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Okay. 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 Da ist der nächste. Gleich mal markieren, damit wir den auf dem Schirm haben. An dem muss ich also vorbei. Nur wie? Da ist auch nicht wirklich eine Deckung, hinter der ich mich verstecken könnte. Ich könnte eventuell durch das Haus. Ja, ich könnte durchs Haus gehen. Wir schauen mal. Ich hoffe, hier drin ist nicht irgendein Euro-Agent jetzt. Hier ist direkt Gebüsch vorm Haus, okay. Sehr schön. Feldnotiz 2071. An Standort 14 Alpha ist ein großes männliches Exemplar mit der bestätigten Albinismus-Mutation in die Falle gegangen. Subjekt zeigt, wie erwartet, mangelnde Hauptpigmentierung und rötliche Augen. Die Muskelmasse scheint um 40% höher zu sein als bei normal infizierten Subjekten. Wie haben Sie sie nochmal genannt? Bleacher? Tja, sie sind real. Dies war zwar erst das dritte Subjekt, das wir studieren konnten. Ihre Kraft und die Fähigkeit, Schaden zu absorbieren, machen eine Annäherung extrem gefährlich. Aber andere Berichte legen nahe, dass bereits über 1000 Exemplare in der Gegend gesichtet worden sind. Was immer die Mutation bewirkt, sie verbreitet sich rapide. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Zurück zum Bike. Ja, wunderbar, ne? Also, es gibt eine neue Art von Zombies, haben wir jetzt festgestellt. Also, es wird nicht dabei bleiben, dass wir hier nur diese einfachen One-Hit-Wonder, ne? Also, nur die mit der Armbrust wegballern. Also,
Nicht nur die gibt's, nicht nur diese Exemplare, sondern es gibt auch die sogenannten Leecher. Und die sogenannten Leecher sind gefährliche Mutationen, die 40% mehr Schaden einstecken können. Was ist? Ich sag dir, was ist. Deine Leute haben einen Freak aufgeschnitten, der noch am Leben war. Das sind nicht meine Leute. Was geht dich das überhaupt an, hä? Huh? Seid ihr nicht, wie nennt ihr euch noch so gern selbst, Drifter? Du killst die Viecher für Geld, oder wie macht ihr eure Tauschgeschäfte? Ja, ich töte Freaks, aber ich schlitze sie nicht lebend auf und höre mir an, wie sie schreien. Hast du meine Daten? Ja, ich hab die Daten. Okay, ich lade sie jetzt hoch. Ich melde mich. O'Brien, Ende. O'Brien? O'Brien? Verdammt, er hat's schon wieder gemacht. O'Brien, rede mit mir. Scheiße, wehe, du meldest dich nicht, O'Brien. Alter. Was für eine Mission? Ein Plünderer-Camp. Das sind die Arschlöcher, die hier auf den Straßen gelauert haben. Halt, Fertigkeiten? Doch. Nee, Radio Free Oregon haben wir jetzt keine Zeit. Denn wir müssen ein paar Punkte vergeben. Adlerauge erhöht die Reichweite von Überlebenssicht. Schlachter durchatmen reduziert die Abklingzeit für Ausdauerwiederherstellung. Das hätte ich gerne. Die Fähigkeit beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen zu erlangen. Auch nicht schlecht, zwecks unseren Armbrustbolzen. Grüner Daumen gemeistert. Sehr geil. Und jetzt haben wir nämlich noch einen Fertigkeitspunkt. Fertigkeitenstufe 3 freigeschaltet. Und jetzt haben wir die Ausdauerregeneration. Bei Gesundheit werden wir leider nicht kriegen. Das haben wir dann erst hier neuer Schwung. Gibt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Ohr am Boden hebt in Überlebenssicht Gegner hervor. Das ist natürlich auch geil. Das ist das, was ich bei Assassin's Creed immer hatte. Und das will ich später auch haben. Aber erstmal reduziert die Abklingzeit der Ausdauerwiederherstellung. Weil die braucht man. Die Wahrheit wird euch befreien. Ich melde diese Worte schweren Herzens. 6 Tote und 2 Verletzte in meinem Camp. Und nicht durch den üblichen Scheiß. Nein. Es waren die verdammten schwarzen Helikopter. Ich sage euch. Ich gewarnt habe, tritt gerade verdammt nochmal ein. Und Bär. Das heißt, die Helis wären gelandet und hätten eine ganze Gruppe Männer und Frauen ausgelöscht, die schrien: Gnade, werde ich auch ein Bürger dieses Landes. Und sie knallten sie an. Meine Männer schossen zurück. Aber shit. Wo fahre ich da bitte gerade hin? Schnellreise nicht möglich im Kampf. Ich bin doch nicht im Kampf. Wir haben nicht zum letzten Mal von ihnen gehört. Wir jagen jene von uns, die gewagt haben zu überleben. Damit sie endlich wieder aus ihren Löchern kriechen können. Bleibt wach, Leute. Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Glaubt, die lügen nicht, ganz genau. Und jetzt können wir auch die Schnellreise machen. Was für eine Schleichmission heute. Verbrennst du nachts ein Nest, werden weniger Schwärme auftauchen. Das ist ein guter Tipp. Also immer nachts die Nester verbrennen. Okay. Auch wenn wir nachts ungern rausgehen. Es hilft uns, die Karte zu säubern. Natürlich nicht schlecht. Keine schlechte Idee. So, 59% Benzin haben wir noch. Fahren wir nochmal tanken. Da ist jemand. Genau. Dankeschön. Danke, ihr seid super. So. Werden wir noch mal tanken? Was willst du denn? Na, tanken! Ist geöffnet oder was?
Okay, alles klar. Aufpolieren kann nie schaden. So ist es, mein kleiner Freund. So, Ricky hat auch eine Mission für uns. Sehr cool. Gut, aber heute nicht mehr. Heute ist um genug Geschlechen dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.